Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Evolution Radio Show. Mein heutiger Gast ist Romina Skalko. Romina ist Bloggerin, zertifizierte LCHF-Ernährungsberaterin und Buchautorin. Sie hat selbst lange Zeit mit ihrem Gewicht und diversen Gesundheitsproblemen wie zum Beispiel PCOS gekämpft. Die Umstellung auf LCHF hat sie endlich einen großen Schritt weitergebracht. Ihr Wissen und ihre Erfahrung gibt sie nun auf ihrem Blog www.lowcarb.blog.ch und als Dozentin bei der LCHF-Akademie Deutschland weiter. Dass zu einem gesunden Körper auch ein gesunder Geist gehört, das ist mittlerweile bekannt, doch wenige achten wirklich darauf. Romina weiß, dass Glücklichsein nicht unbedingt etwas damit zu tun hat, welche Kleidergröße man hat, sondern es um eine innere Einstellung geht, die jeder von uns üben muss. In ihrem Buch Schlank gleich glücklich, was Abnehmen mit Glücklichsein zu tun hat und warum wir viel öfter Arschbomben machen sollten, gibt Romina wichtige Tipps und Hilfestellungen zum Glücklichsein. Willst du mehr tolle Interviews mit Experten und Videos sehen, dann abonniere unseren YouTube-Kanal oder hol dir das Audio auf iTunes. Wenn du Fragen zu dieser Folge hast, dann hinterlass bitte einfach einen Kommentar unter dem Video. Liebe Romina, herzlich willkommen zur Evolution Radio Show. Hallo Julia, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich, dass du Zeit gefunden hast und wir werden gleich losstarten sozusagen. Es ist ja so irgendwie, wenn man sich in der Gesundheitsbranche längere Zeit irgendwie aufhält oder nicht mal längere Zeit, sondern eigentlich nur, weiß nicht, 10 Minuten googelt wahrscheinlich, ja, da merkt man halt sehr schnell, dass irgendwie das vorherrschende Thema eigentlich Abnehmen ist. Also geht's nur ums Abnehmen. Gerade jetzt im Frühling sind die Zeitschriften voller, die super Diät und in 3 Wochen 15 Kilo weniger oder ich weiß nicht was für Wahnsinnssachen, ja, Wahnsinnsversprechungen da immer kommen. Ja. Und du hast ja eine sehr eigene Geschichte zum Abnehmen. Ja. Und vielleicht, und wie soll ich sagen, und du hast dazu, bevor wir mehr in die Geschichte und in deinen Hintergrund noch eintauchen, du hast all die viele Erfahrungen natürlich gemacht auf deinem Weg und du hast einen, wie möchte ich gleich herzeichen, einen Ernährungs- und Glücksratgeber geschrieben. Ja. Wie man sieht, habe ich mir schon viel markiert. Der den netten Titel trägt Schlank gleich glücklich? Fragezeichen. Also schon mal sehr, ja, provokant fast. Und du stellst eben da, oder du stellst eben in Frage, hat glücklich sein was mit schlank sein zu tun oder muss man schlank sein, um glücklich zu sein? Vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen über deine eigene Geschichte und was dich auch jetzt dazu bewogen hat, so einen Ratgeber zu schreiben und vor allem einen Ernährungs- und Glücksratgeber. Wieso gerade beides zusammen? Ja, ich fange einfach mal mit meiner Geschichte an. ich war eigentlich immer ein normalgewichtiges Kind. Ich habe sehr, sehr viel Sport gemacht, schon immer. Ich habe es geliebt, Sport zu machen. Über Volleyball, Unihockey, draußen sein die ganze Zeit. Ich habe es einfach wahnsinnig gerne Sport gemacht. Und so mit den mit der Teenagerzeit kam dann einfach, dass ich dann Gewicht zugenommen habe. Muss ich irgendwas ändern? Ist es von der Tonqualität? Es ist super. Okay. Und ich habe dann mit 15 die Diagnose Endometriose bekommen. Mhm. Dadurch halt chronische Schmerzen gehabt, wo ich sehr darunter gelitten habe. Und ich musste dann aufgrund der Schmerzen und aufgrund der Schule und der Ausbildungen und so, habe ich den Sport immer mehr vernachlässigt, zwangsläufig. Und das Gewicht ging einfach permanent nach oben. Mhm.
Also es war nicht, dass ich auf einen Schlag jetzt 30 Kilo mehr hatte, es hat sich so angeschlichen. Und ich wurde halt immer unglücklicher und ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Und ich habe halt immer, man hört halt immer diesen tollen Ratschlag, ist weniger und beweg dich mehr. Genau. Und ich habe mich so oft dran gehalten und ich bin jedes Mal gescheitert und ich habe es einfach nicht verstanden. Ich habe es einfach nicht verstanden. Ich habe meine ganze Energie und Kraft da reingesteckt und es hat einfach nicht funktioniert. Und jedem, den du auf dem Weg begegnet bist, sagt einfach, ja, ist doch nicht so schwer. Ist einfach weniger und beweg dich mehr, dann klappt das schon. Ja, nein, es klappt eben halt einfach manchmal nicht. Ja. Und nicht nur manchmal nicht, sondern viel eher nicht, als man denkt. Und ich habe dann immer den Fehler bei mir gesucht. Ich habe mich einfach wie eine totale Versagerin gefühlt, ja, weil es einfach nicht geklappt hat. Und ich war die ganze Zeit hungrig und habe mich dann so geschämt, wenn ich wieder eine Heißhungerattacke hatte, weil ich irgendwie den ganzen Tag mit einem Magerjoghurt und einem Apfel zum Frühstück, zum Mittag einen Salat mit Putenstreifen ohne Öl. Und abends hatte ich dann natürlich einen Bärenhunger und ich habe mich dann dafür abgestraft, dass ich solchen Hunger hatte. Ja. Und irgendwann habe ich einfach alles an mir gehasst. Ich habe einfach, wenn ich in den Spiegel gesehen habe, falls ich überhaupt noch reingesehen habe, habe ich einfach jeden Zentimeter verabscheut. Und das war wirklich eine ganz dunkle Phase. Also ich glaube, viel negativer kann man gar nicht werden, wie wenn man sich selber so abstoßt und hasst, richtig hasst. Ich glaube, das kann man so sagen. Ja. Ja, das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Und ich glaube, dass es auch vielen, vielen so geht. Also man sucht eben die Schuld bei sich selbst, weil das ist ja, alle schreiben das und jeder, all die Experten sagen ja, es ist ja ganz leicht eben das Gewicht. Man muss ja eben, wie du sagst, nur weniger essen und mehr Sport machen und dann klappt das schon. Und wenn es dann nicht klappt, sucht man natürlich die Schuld oder sucht man die Schuld bei sich selbst und man hält sich selbst für einen Versager. Und ich glaube, diese Schuldspirale ist so, so schlimm, weil es zieht einem einfach immer weiter runter. Mhm. Genau. Aber also was hat dir jetzt hast du dich da ja ein bisschen raus oder herausgearbeitet aus dieser Spirale. Einerseits hast du einen Weg für dich gefunden, zurück zu einem Wohlfühlgewicht oder du bist auf jeden Fall auf dem Weg dorthin. Genau. Aber du hast auch sehr viel an deiner grundsätzlichen Einstellung geändert. Also du bist zwar, bist du jetzt dadurch glücklicher alleine, weil du jetzt abgenommen hast? War das sozusagen die ganze Magie oder gehört da schon noch mehr dazu? Beides. Also es gehört sehr viel mehr dazu. Denn es ist schon schön, wenn man es endlich schafft, mal abzunehmen. Das ist das größte Gefühl, dass man, wenn nach den jahrelangen Strapazen und Jahre des Scheiterns und endlich schafft man es mal, das ist natürlich grandios. Also das möchte und das kann ich nicht abstreiten. Also das ist ein tolles Gefühl. Das ist einfach der erste Sieg seit Jahren. Ja. Und was bei mir das Problem, oder eigentlich im Nachhinein betrachtet war es ein Geschenk, aber das Problem war, dass ich, als ich mit Low Carb angefangen habe, habe ich wirklich sehr schnell fast 20 Kilo abnehmen können. Mhm. Und dann ging einfach nichts mehr. Und mit nichts mehr meine ich nicht ein zweiwöchiges Plateau, sondern jahrelang. Ja. Also bis heute ging nichts mehr seither. Mhm. Und ich meine, was machst du? Was machst du, wenn plötzlich nichts mehr geht? Ich weiß jetzt, woran es liegt, wo die Baustellen sind. Mhm. Einerseits gesundheitlich sehr viele Baustellen, die noch da sind. Chronische Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen, die da sind, die das nicht einfacher machen. Andererseits habe ich auch emotionale Blockaden, die man aber erstmal sehen muss, dass sie überhaupt da sind. Ja. Und
dadurch, dass eben nichts mehr ging und ich mich so auf das Abnehmen fixiert hatte, das war so, mein Leben hat sich darum gedreht, ums Abnehmen. Das war mein Lebensinhalt, das war mein Fokus. Ja. Und dann geht das nicht mehr. Was machst du dann? Dann bricht eine Welt zusammen. Du dachtest, du hast die Lösung gefunden, die dich jetzt alle deine Probleme löst. Ja. Und dann klappt die nicht mehr. Und dann ja. Einfach nur, verdammt, was ist denn jetzt los? Und da musste ich einfach umdenken, weil ich hatte so diese, ich hatte mein Glück so abhängig gemacht von meinem Gewicht. Mhm. Ich dachte, wenn ich schlank bin, dann ist alles gut. Wenn ich schlank bin, dann bin ich glücklich. Dann habe ich keine Probleme mehr, dann ist mein Leben perfekt. Mhm. Ja, und da musste ich lernen, dass das halt nicht funktioniert. Ja, das, was du eben beschreibst, dass, wie gesagt, dass man einfach alles an dieses Schlanksein hängt und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Ich glaube, so geht es eben vielen. Und was ich auch oft sehe, ist, dass die, man hat jetzt eine Lösung oder eine Ernährungsweise gefunden, die einen eben gut tut auf jeden Fall, ja, genau. Weil das sind ja auch noch Sachen, also man nimmt eben zum Beispiel so wie bei dir ab, aber dann kommt das Plateau und man kommt dann Jahre vielleicht nicht weiter und dann ist es oft so, dass man so, oder eben, dass man so fokussiert ist auf die Ernährung, dass man nur da herumschraubt, vielleicht noch weniger Carbs und noch mehr Fett oder noch weniger Fett oder vielleicht sollte ich doch intermittierend fasten oder dieses genau. Und jenes und bla, anstatt, glaube ich mal, so tief durchschnaufen, ja, einen Schritt zurück machen und sagen, okay, die Ernährung ist gut, ich fühle mich gut, ich habe Kraft, meine Haare sind schön, meine Nägel fallen mir nicht aus, Gesundheit ist was, ja. Ich habe, also all die Sachen passen, woran könnte es denn sonst noch liegen? Ja. Oder meist nicht, dass man einfach sagt, eben diese anderen Baustellen mal betrachtet und genau. die treten oft in den Hintergrund, weil man nur auf die Ernährung und was könnte ich da noch feintunen und dazu sagen, passt, die ist mal relativ gut eingestellt. Ich schaue mir mal meine anderen Baustellen an und die, gerade glaube ich, diese, wenn man mit Traumata oder einfach mit diesen psychologischen, mit Sachen, die passiert sind, vielleicht in der Vergangenheit auch, diese Selbstliebe natürlich, dass das auch was ist, was vielleicht auch etwas Schmerzvolles ist und vielleicht auch kein einfacher Weg. Ja. Und den zu beschreiten, da braucht man vielleicht auch ein bisschen Hilfe. Was hat denn dir da geholfen, diese weiteren Schritte jetzt zu erkennen? Oder auch, ja, welche Schritte hast du unternommen, um dir da emotional weiterzuhelfen, um auch diese dich zu distanzieren jetzt nur vom Gewicht alleine und auch das Glücklichsein anders zu definieren vielleicht. Ja, es war ein ganz einschneidendes Erlebnis, das mir quasi die Augen geöffnet hat. Es ist sehr persönlich, aber ich sage es jetzt trotzdem, wäre gemein, es nicht zu sagen. Ich habe ja seit 9 Jahren einen Freund und wir sind mittlerweile verlobt. Und vor fünf Jahren war es, glaube ich, da war ich eben auf meinem Höchststand mit dem Gewicht. Und irgendwann, ich habe mich dann immer beschwert, weil ich ihn quasi verantwortlich gemacht habe für mein Selbstwertgefühl. Ich habe ihm das zugeschoben, dass er mir so oft sagen muss, dass ich wunderschön und toll bin, dass ich es irgendwann vielleicht selber glaube. Und irgendwann konnte er das nicht mehr aus vollem Herzen. Und es ist auch kein Wunder, wenn du jemanden hast, der sich selber so abstoßend findet, wie kann ein anderer das dann einem... Also ich kann es nicht von ihm erwarten, wenn ich mich selber so sehr hasse und abstoße. Und dieser Moment, als ich das realisiert habe, das tat wahnsinnig weh, aber es hat mir so dermaßen die Augen geöffnet, weil ich dachte, kein Wunder, wenn du dich so sehr selber hast, wie kannst du das von deinem Partner dann anders erwarten? Und ja, diesen Schmerz, diesen Tritt in den Hintern habe ich offensichtlich gebraucht, um das zu verstehen, dass ich an mir arbeiten muss, dass ich mich
dass ich lernen muss, mich wieder anzunehmen, so wie ich bin. Und vielleicht irgendwann sogar zu lernen, mich selbst zu lieben. Und ich habe diesen Weg ohne Hilfe tatsächlich gemacht. Es war lange und beschwerlich. Ich glaube, wenn man sich Hilfe holt, kann man sich viel, viel Zeit und Nerven sparen und das diesen Weg leichter und schneller durchgehen. Aber ich habe tatsächlich damit angefangen, mal meine Gedanken zu beobachten. Wie denkst du über dich selbst? Und da kommt so viel hoch. Und eben, wenn man sich bei dem kleinsten Fehler sofort beschimpft, so, es ist doch klar, dass du das nicht kannst, oder guck dich doch mal an, kein Wunder, und du bist so doof und überhaupt. Ja. Und das ist so eine Maschinerie, und das muss man einfach wahnsinnig achtsam und auch geduldig mit sich selbst sein und das einfach mal beobachten, und irgendwann schafft man es dann, das zu unterbrechen, und irgendwann schafft man es dann in den nächsten Schritt, diese Gedanken umzuwandeln, und dann kann man sein Hirn trainieren, dass man nicht negativ denkt, sondern positiv denkt. Mhm. Und das, da muss man einfach geduldig sein. Es gibt leider keine schnelle Lösung, aber wir suchen sowieso in allen Bereichen nach einer schnellen Lösung. Nur gibt es die, glaube ich, nirgends. Ich glaube auch nicht, dass es die, das ist ja einfach das Problem, ja, dass es einfach die, alle einfach nur die Pille oder das Supplement, genau, oder das, ja, ist jetzt das Einzige, und das ist jetzt der Fettburner, und wenn ich den nehme, dann ist alles super. Aber so ist es halt nicht, und so ist es. Alles nicht. Schon probiert, funktioniert. Ja. Kann ich allen ersparen, die, ja, Zeit und Mühe und das Geld. Ich meine, was waren für dich so die, wo du sagst, diese drei Sachen, oder das hat mir persönlich wirklich so viel weitergeholfen auf meinem Weg, eben diese emotionale Einstellung oder die psychische Einstellung zu verändern, dahingehend, eben, das sagt sich einfach so leicht, ja, man muss sich selbst lieben, aber ich meine, ich weiß es auch, ich kann das sehr gut nachempfinden, dass man sich selber so runter macht und dieses Gemeinsein und direkt schon, ja, fast missbräuchlich mit sich selbst umzugehen, weil es ist ja fast schon ein eigener psychischer Missbrauch von sich selbst. Ja. Nicht was eigentlich. Was man sich da antut, ja, und das genauso wie es in die eine Richtung nämlich funktioniert, dass man sich das immer wieder vorsagt und irgendwann glaubt man es dann, dass man einfach dumm ist und fett und weiß nicht was, ja, funktioniert es ja auch in die andere Richtung. Aber das ist ein ganz, ganz schwierige Sache. Also einerseits, was hat dir da am meisten geholfen? Oder vielleicht hast du da zwei, drei Tipps, wo du sagst, so muss man anfangen, auch wenn es sich komisch anfühlt am Anfang. Weißt du, wie du nach einer Mahlzeit länger satt bleiben kannst? Eigentlich einfach. Gesunde, natürliche Zutaten mit reichlich Ballaststoffen und wenig Zucker. Doch was macht man, wenn es in der Früh schnell gehen soll? Probier doch mal mein neues Low-Carb-Knusper-Nussmüsli. Niacin-Genuss-Explosion wird ganz ohne Getreide- und Zuckerzusatz hergestellt. Es ist eine Proteinquelle und versorgt dich nachhaltig mit Energie bei weniger als 5 Gramm verwertbaren Kohlenhydraten pro Portion. Mit ballaststoffreicher Kokosnuss, Erdmandel und Eiweiß aus Freilandhaltung sowie heimischen Nüssen und Saaten ist alles für den perfekten Start in den Tag mit dabei. Also schau auf Amazon oder lowcarbmüsli.at und probiere die gesunde Alternative. Also ich denke, zuallererst, bevor man irgendwas, sag jetzt mal, Mentales macht, hilft es, wenn man Ernährung hat, wo man satt ist. Weil man kann sich schlecht an sich selbst arbeiten, wenn man die ganze Zeit unzufrieden und hungrig ist und da auch noch ganz viel Kraft und Energie reinstecken muss. Also das hat mir wahnsinnig geholfen. Vorher hätte ich das, glaube ich, nicht geschafft. Ja. Dann hat mir eben dieses Beobachten meiner Gedanken geholfen. Das ist sehr wichtig. Dann hat mir geholfen, dass ich mir auf den Badezimmerspiegel mit einem alten Lippenstift habe ich mir drauf, das steht immer noch am Badezimmerspiegel, ich bin gut genug. War super. Ja, und das klingt so unspektakulär, aber es hat so eine Wahnsinnswirkung. Es ist unglaublich. Ja.
weil all die negativen Gedanken, die wir haben, können wir eigentlich alle auf diesen einen Ursprungsgedanken zurückführen, dass wir glauben, wir sind nicht gut genug, in was auch immer. Ja. Und das hat mir wahnsinnig geholfen. Und ich habe dann auch versucht, mich im Spiegel anzusehen. Am Anfang einfach mal nur hinzusehen, weil das war schon schmerzhaft genug am Anfang, einfach zu sehen, was da ist. Und danach kann man dann darauf aufbauen, dann schafft man es vielleicht mal, nett in den Spiegel zu gucken und sich wohlwollend zu betrachten. Und grundsätzlich sollte das Ziel sein, dass man sich selbst sein bester Freund ist und sich so behandelt, wie man seinen besten Freund behandeln würde. Man würde nie, wenn jetzt deine beste Freundin zu dir kommt und sagt, ach, ich habe Mist gebaut, dann würdest du nie hingehen und sagen, ja, ist ja klar, dass du dich so, dass das schief gegangen ist, guck dich doch mal an. Das würdest du nie machen, aber mit uns selbst machen wir es. Und ja, dass dieser Gedanke hilft. Was, wenn ich mein bester Freund wäre, wie würde ich mit mir jetzt umgehen? Und dann gibt es noch eine spezielle Übung, die hat auch in den letzten Monaten wahnsinnig viel bei mir bewegt. Das ist die auch eine Spiegelübung, wo du zuerst, also du sagst immer deinen Namen und dann sagst du 7 Dinge, über die du stolz bist auf dich selbst. Und dann sagst du 7 Dinge, die du dir selber verzeihst. Also Romina, ich verzeihe dir für the gap. Und zum Schluss dann noch Romina, ich verspreche dir. Also Commitments, die du dir selber gegenüber machst. Ja. Was du dich selber tun möchtest in Zukunft. Und das fühlt sich am Anfang richtig, richtig doof an. Aber es hat dann auch schon Tage gegeben, vor allem bei der Vergebungsübung, da stehst du heulend vor dem Spiegel und verstehst die Welt nicht mehr. Aber es hat so eine, es ist so eine Heilung. Ja. Es heilt wirklich Wunden. Und ja, ich denke, wenn man sich selbst liebevoll im Spiegel ansehen kann, dann hat man schon wahnsinnig viel geschafft. Ja. Es ist, denke ich mir, dass diese Übungen, dass sich das einfach auch sehr seltsam anfühlt und dass man sich da auch am Anfang, ja, wie alles Neue. Ja, man muss sich einfach darauf einlassen. Ja. Man muss es wagen, man muss sich einfach darauf einlassen und schauen, was passiert. Aber was, glaube ich, was einfach so toll ist an dem, auch an deinem Buch eben, dass du natürlich einerseits sehr ausführlich die Ernährungsseite besprichst, die, wie du sagst, ja natürlich die Basis ist, weil wenn ich ständig hungrig bin und meinem Körper gar nicht die ganzen Nährstoffe gebe und auch hormonell es ihm sehr, sehr schwer mache, über die Fettreserven zuzugreifen, dann kann ich mir das, dann ist der Rest einfach eher noch mal schwieriger, beziehungsweise fast unmöglich wahrscheinlich. Du hast die Kraft und die Geduld gar nicht. Und man braucht einmal die Sicherheit, beziehungsweise diese Zufriedenheit von der Ernährung her, um sich dann auch wirklich um seine psychischen Baustellen zu kümmern. Genau. Und diesen Bereich beschreibst du eben super. Und auf der anderen Seite hast du eben auch ganz viel diese praktischen Übungen drinnen, wie du sie jetzt beschrieben hast, aber auch noch andere, natürlich auch andere Lebensstilsachen wie Schlaf und all diese Dinge, die ja auch so wichtig sind. Deswegen macht es wohl nicht nur zu einem Ernährungs- und Glücksratgeber, sondern überhaupt zu einem Lebensstilratgeber im Wesentlichen. Ja, eigentlich schon, ja. Das sieht man wieder, dass man die Sachen auch nicht so einfach trennen kann, gell? Es gehört einfach zusammen. Ja. Aber es ist einfach toll, denke ich, weil ein Problem oder eine Sache ist ja eben diese Hilflosigkeit, die man fühlt. Ja? Weil du machst alles, was Ernährungsexperten so oder Ernährungsberater oder Diätologen einem sagen, was man in den Zeitschriften liest, und man sieht ja auch immer dann diese tollen Vorher-Nachher-Bilder und das ist ja alles echt, ja. Genau. Aber das Internet lügt nicht. und du denkst da, okay, ich mache was falsch oder es ist meine Schuld, ich bin halt nicht stark genug oder was weiß ich was. Und jetzt hast du hier in deinem Buch so viele wirkliche Werkzeuge, die du den Leuten in die Hand gibst und die du für dich auch ausprobiert hast.
Das finde ich besonders, also wirklich, wirklich toll, weil es ein richtiges, eigentlich ein richtiges Arbeitsbuch ja Ja. ist. Ja. Ja. Ja, das Und lag mir am Herzen, weil es wäre so toll gewesen, hätte ich sowas in die Hand gedrückt bekommen, als ich da war an diesem dunklen Ort vor diesen Jahren, als es mir so ging. Und das war eigentlich auch das Ziel, weil wenn ich zum Beispiel, hast du die Dokumentation Embrace gesehen? nein. Da geht es auch um diese Körperwahrnehmung, vor allem von Frauen, nicht nur, aber vor allem. Und wenn ich dann so Geschichten höre, wie Mütter sich zum Beispiel nicht mehr ins Schwimmbad trauen mit ihren Kindern, weil sie ihren Körper so sehr ablehnen und sich nicht mehr trauen, mit ihren Kindern rauszugehen, das bricht mir das Herz. Wahnsinn, ja. Das ertrage ich einfach nicht. Und es braucht einfach. Ja, wenn man keine Werkzeuge hat und man nicht darüber spricht auch. Ich glaube, das ist mega wichtig, weil wenn man sich mal öffnet und sich anderen mitteilt, dass es einem so geht, dann hört man immer, ja, mir geht's auch so. Ich kann das so gut verstehen. Ja. Das ist so verrückt und man ist einfach nicht alleine. Und das wollte ich eben auch sagen, dass es so viele Menschen gibt, die das genau auch so durchmachen und man muss das nicht mit sich alleine ausmachen, müssen nicht alle den ultra harten Weg gehen, wie ich es für mich ausgesucht habe. Ja, es muss einfach was geben, was den Leuten wirklich hilft. Ja. Also ist es mit den Pionieren, weil die müssen zuerst die müssen mal den harten Weg beschreiten. Ja. Und dann muss man sich natürlich mal über ein Jahr hinsetzen und auch das zu Papier bringen. Und Ja. auch das ist eine große Herausforderung, die sehr, sehr viel Disziplin verlangt, vor allem neben einem ganz normalen Beruf. Ja. Ja. Also auch dafür Hut ab und allein das ist schon eine außergewöhnliche Leistung. Dankeschön. Ein Buch zu schreiben und nicht nur irgendein, sondern ein wirklich sehr, sehr schönes und sehr empfehlenswertes Buch. Und ich denke, dass ganz, ganz viele Leute von deinem Buch profitieren werden. Und ich hoffe, dass es sich weit herumspricht, weil es eben, wie gesagt, es betrifft ganz viele und gerade auch jetzt jene, die vielleicht sagen, na, ich bin ja eh nicht so dick oder sonst was. Aber gerade die Sache mit dem, ich meine, erstens die Ernährungsempfehlungen, das geht ja nicht nur ums Abnehmen, sondern man kann aus egal, von vielerlei Seite her von LCHF, wenn man es richtig macht, profitieren. Absolut. Aber diese Glücklichsein-Sache ist, glaube ich, etwas ganz, was wichtig ist. Auch diese Selbstliebe Ja. und dieses zu sehr oder zu streng mit sich selbst ins Ja. Gericht zu gehen, ist eine Problematik, glaube ich, die einfach in unserer Gesellschaft Ja. verankert ist. Wir haben einfach vorher schon drüber gesprochen, kurz, dass das ja in der dass es uns ja aberzogen wird, praktisch gut von uns selbst zu sprechen. Das fängt ja schon in der Schule an. Man darf sich nicht loben. Es wird ja nur auf Fehler hingewiesen. Aber Lob ist ja schon mal was Seltenes. Und geschweige denn davon, sich selbst zu loben, weil da heißt ja, das stinkt. Aber eigentlich wäre es so wichtig, sich selber zu sagen, wie gut man ist. Weil wenn man es nicht selber macht, wie du sagst, wie sollen das andere Leute machen, wenn man von sich Ja. selbst das nicht sieht, so wie du diese sehr persönliche Erfahrung natürlich vorhin erzählt hast mit deinem Partner. Wie sollen andere Menschen das Potenzial in einem sehen, wenn man es nicht selber sieht, in sich selbst? Ja, Ja? und ich denke, warum geben wir anderen Menschen diese Macht, und wir legen quasi den anderen unser Glück in die Hand und erwarten, dass sich der andere dann bitte schön darum kümmert. Der hat doch Genau. selbst genug mit sich selbst zu tun. Also ich glaube nicht, dass es so viele Dalai Lamas gibt, die total ausgeglichen und alle negativen Glaubenssätze schon aus der Welt geschafft haben für sich, dass sie das tun könnten. Und einfach diese Verantwortung wieder für sich selbst zu übernehmen. Und ich meine, es muss nicht abnehmen sein, aber jeder hat oder fast jeder hat eine solche Wenn-Dann-Problematik. Also wenn ich das erreicht habe, wenn das der Fall ist, dann bin ich glücklich, dann ist alles gut. Da kannst du ja auch so viel einsetzen. Also da gibt es so viele Möglichkeiten und einfach wieder auch sich zu fragen, womit möchte ich mein Leben verbringen? Möchte ich
die nächsten 40 Jahre damit verbringen, alle Diäten durchzuprobieren, oder möchte ich die nächsten 40 Jahre damit verbringen, möglichst glücklich zu sein? Also das, ja, was ich an Zeit verschwendet habe für diesen Mist. Aber ja. Anderes Thema. Aber du hast es ja rechtzeitig erkannt und ja. Hoffentlich da mit deinem Buch wirst du dann vielen, vielen anderen Leuten rechtzeitig helfen, ihr zu erkennen. Ein bisschen Zeit sparen. Ja. Und das Schöne ist, du arbeitest ja auch an einem Online-Kurs zu deinem Buch. Kannst du da schon ein bisschen was dazu erzählen? Ja, ein ganz kleines bisschen kann ich schon dazu sagen. Also es ist in Zusammenarbeit mit LCF Deutschland. Das wird ein 10 Wochen Online-Coaching, wo es eigentlich genau darum geht, die Ernährungsumstellung ist schon Teil des Kurses, aber eben nicht zentral. Es geht auch darum, diese Selbstakzeptanz und Selbstliebe reinzubringen, um Übungen durchzugehen, wie man das halt fördern kann, wie man sich damit auseinandersetzen kann und auch gute Gewohnheiten zu implementieren, die das Leben insgesamt bereichern und auch halt zu hinterfragen, was macht mich denn unglücklich und was raubt mir Energie und wie kann ich das umwandeln? Und ich glaube, da ist ganz viel Bedarf dafür. Man muss einfach bereit sein, an und mit sich zu arbeiten. Das sind nicht so viele, aber ich glaube, wenn man wirklich bereit ist, da Zeit zu investieren, dann kann man ganz viel damit erreichen. Super. Ja, und vor allem, was sind 10 Wochen, ja, aufs Leben gesehen. Genau. Und es ist einfach wirklich so, natürlich, man kann sich vieles selbst erarbeiten, man kann das Buch lesen, aber es ist einfach was anderes, wenn man das nochmal so im Rahmen von so einem Kurs gemeinsam vielleicht macht, wenn man da ein bisschen auch durchgeführt wird und sowas kann einfach sehr, sehr, sehr hilfreich sein. Ja. Ja, und man hat halt dann eine Community, die das Gleiche durchmacht und mit der man sich austauschen kann. Und das darf man einfach nicht unterschätzen, wie wertvoll das ist. Das ist sehr wertvoll, ja, genau. Ja. Wir werden natürlich, es gibt ja schon eine Landingpage dazu, wo man sich auf jeden Fall schon mal eintragen kann, wenn man grundsätzlich Interesse hätte. Ganz unverbindlich, genau. Ja. Da wird man dann informiert, wenn es dann der Start wäre und dann kann man sich entscheiden. Aber da kann man sich schon mal eintragen, dass man es dann nicht vergisst. Genau. Wir werden eben natürlich in den Shownotes verlinken. Ja, sehr, sehr gerne. Und auch natürlich zum Buch. Das kann man im ganz normalen Buchhandel bestellen über die ISBN-Nummer oder halt über die üblichen Verdächtigen. Genau. Und wenn jetzt die Zuhörer und Zuschauer noch ein bisschen mehr über dich erfahren wollen oder über deine sonstigen Tätigkeiten, dann wo finden sie dich im Internet? Ja, also ich schreibe seit Jahren einen Blog, lowcarbblog.ch, und den kannst du ja sicher auch verlinken. Genau, da kann man auch ganz viel nachlesen und da gibt es auch immer viel neuen Input und ja. Im Kongress sieht man mich auch. Genau, und ja. Sehr gut. Gibt bestimmt noch das eine oder andere von mir. Ja, dann, liebe Romina, vielen Dank für deine Zeit. Ich danke dir ganz herzlich. Ich hoffe, wir haben ein bisschen was anregen können, anstoßen können und ein paar Leute auch zum Nachdenken bringen können, dass man einfach auch ein bisschen mehr auch sich selbst loben darf, sich selbst lieben darf und es vielleicht genau das ist, was jetzt noch im Weg steht. Ja. Und auch, dass die Zahl auf der Waage auch nicht das einzig Glückbestimmende ist, vielleicht im Leben. Ja, darf ich vielleicht noch ganz kurz was anmerken? Natürlich. Also es ist ganz spannend zu sehen, dass wenn man anfängt, glücklich zu sein oder sich mit seinem Glück auseinanderzusetzen, dass das Gewicht nicht nur nebensächlicher wird, sondern es geht automatisch dann weiter. Mhm. Also wenn man sich selber anfängt zu lieben, dann sind gesunde Gewohnheiten sind quasi ein Muss. Da kommt man nicht mehr dran vorbei. Aber es fühlt sich nicht mehr wie ein Muss an, sondern es ist dann was Schönes. Genau. Sehr gut.
Ja, so noch das Wort zum Sonntag. Ja. Mit diesem schönen Schlusswort werden wir uns jetzt verabschieden. Also nochmal vielen Dank fürs dabei sein. Danke dir ganz herzlich. Halt, 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 noch nicht ausschalten. Falls du mehr zu dieser Folge wissen möchtest, den Link zu den Shownotes findest du unten in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank für deinen Support. Jeder Daumen nach oben und jedes Abo hilft uns. Wenn du jetzt an jemanden denkst, dem diese Folge sicher weiterhelfen kann, dann teile sie doch. Wenn du eine unserer vorigen Folgen anschauen möchtest, die findest du gleich hier. Also, bis zum nächsten Mal.